So, liebe Leute, heute ist Sonntag und ich hole das Auto. Wir fahren essen. Und ich befürchte, wenn ich die Straße hier so sehe, müssen wir irgendwann mal eine Müllrunde durch Neukölln machen. Vielleicht ist das ja auch ganz interessant, was so an Müll auf den Straßen liegt. Hier liegt so an jedem Baum, an jedem möglichen Baum und hier, da liegt kaputtes Rad, liegt irgendwie Müll. Das gilt es ja auch mal festzuhalten. Das ist natürlich ein Unding. Vielleicht kriegen wir da irgendeine Initiative zusammen, dass das mal ein bisschen hübscher hier aussieht, weil es sieht wirklich schlimm aus. Total verpennert. Ach Mensch, guck mal. VW T3, 190.000 Kilometer, 2.500 Euro Verhandlungsbasis zum Verkaufen. Mann, ja, nicht schlecht. 2,5. Polizei, genau. Ex-Polizei. So, erstmal habe ich den hier, unseren guten Opel. Ein Jahr war er weg. Jetzt ist er wieder da. So, und rennen die gute Stube. Das ist ja wirklich wie ein Wohnzimmer hier. General Motors, wir wissen es. Nach amerikanischen Standards allerdings wahrscheinlich nicht wirklich, weil die Sitze sind echt luxuriös, aber schmal. Und Kopffreiheit, naja. So wie ich gern sitzen möchte, kann ich nicht. Ganz weit hinten, weil dann haben die hinten die Kinder keinen Platz mehr. Also es ist zwar der größte Kombi seiner Klasse damals gewesen, den größten Innenraum seiner Klasse. Und das merkt man auch bei der Zuladung, ist das alles gut, aber für die Passagiere ist es nicht so dolle. Jetzt fahren wir erstmal frühstücken und dann schauen wir mal, was noch so passiert auf dem Weg dahin, ob da was passiert. Dann zeig ich es nicht. Wie sieht das aus? Also, das ist mein Sonntag, so beginnt er. Es ist jetzt 10.25 Uhr. Kann doch gar nicht sein. 10.25 Uhr. 9.25 Uhr wahrscheinlich. Genau, unterwegs auf der Straße. Gut. Ich filme. Es geht ab. Einiges bei denen. Ne? Schön gespuckt habe ich. Mama, habe ich gefunden, dann kann ich mit mir zusammen spielen. Ja, da freut sich. Dann kann Okay. Er hat es nicht eilig gehabt, meint er so. Ja, ja, keep calm. Calm down. Das ist für sie, dann habe ich für ihr einen gekauft. Ja, da freut die sich. Mama, weißt du, da darf ich auf der Straße laufen. Nee, ja, aber wenn man verwirrt ist, verstrahlt oder sonst die unter Einfluss von Drogen steckt, dann. Oder von Alkohol. Welt, was ja auch eine Droge ist, dann laufen manche Leute auch nicht nur auf der Straße, sondern überall. Die sind einfach total verwirrt im Leben. Verwirrt. Das ist meine Tochter, was ich dir gestern erzählt habe.
2,5. Also einfach nur so, um ein Auto zu haben, 2,5 könnte man den kaufen. Um ein Auto zu haben, was ein bisschen größer ist. Die Radkästen sehen dann auch nochmal aus. Die Heckklappe hat Rost an einer Stelle oder ist das eher eingebollert. Aber die Heckklappe kann man halt im Ganzen tauschen. Oh, was machst du denn da? Was machst du denn da? Oh, weia. Ja. Da ist Rot, mein Freund. Du bist bei Rot gefahren. Das ist ja unglaublich. Eine Rotfahrt. Ach, Fahrschule Next. Wir sind bei Rot gefahren. Fahrschule Next. Na, also, wenn das jetzt mal nicht durchgefallen ist. Bitte halte hier an. Auf der Verbotslinie. Bitte. Durchgefallen. Die muss im Auto bleiben und die kriegt dann kalte Pommes. Gut geschlafen. Na, Baby? Was war das für ein Geräusch? Na, Kotzi-Potzi? Sie hat geschlafen. Alles gut? Alles gut? Zeig mal, mach mal Mund auf. Ah, okay, der Kotze drin. Gut. Und da haben wir gut geschlafen. Oh. Ja, du willst rauskommen. So. Der Rucksack von im Fußraum bei Skadi. Na, erstmal brauchen wir ein Ticket. Also damit wir kein Ticket kriegen, brauchen wir ein Ticket. Okay. Wo war das? Das weiß ich nicht mehr. Hast du mir nicht einmal erzählt, dass du da irgendwie so schnell gefahren bist? Ja, hab ich. Weil ich hab mich so... Ja, bei... Ja. Ich wusste, dass es 30 ist. Oder? Genau, und das waren 50. Und ich war ja Gott sei Dank noch. Abbremsen. Nee, weil ich gedacht habe, hier ist ja 30 wahrscheinlich. Also ich habe kein Schild gesehen, ich habe es nicht reingenommen. Und da war Gott sei Dank am Abbremsen, weil ich war ja 50. Waren echt krank. Ja, in der 30er Zone. Das habe ich nicht. Das ist ja eine Hauptstraße da. Philanderstraße ist das gewesen. Warte, was? Au, au, au. Nix. Au, au, au. So, jetzt sind wir da. Jetzt mal. Nebenbei, was steht da drüben? Für ein Auto? Dodge Ram 1500. In schwarz, aber nicht matt. Ich sag, was willst du denn damit? 14. Die ist 14, ganz genau. Ich hab mal auch gewundert. Und da drüben steht jetzt so ein Ding. Pack hier ein. Oh ja. So, alle komplett. So, Marlies. Was gibt es denn da bei dir im Kartenhaufen? Dankeschön. Ja. Ich war halt schon immer beschäftigt. Darf ich auch? Ich habe als Kind keine Zeit gehabt, ein Kartenhaus zu bauen. Du bist halt manisch. Da ist auch schon so ein Aspi. Aspi, ja. Mali ist in Aspi. Was? Du kannst wegen uns kein Haus bauen. Doch, du kannst wegen uns ein Haus bauen. Zeigen, du kannst nicht nur wegen uns, sondern auch für uns ein Haus bauen. Das sind ja überhaupt keine Bier, klar. Also ich bin schon fertig. Ein Kaffee muss noch. Und ich nehme noch einen Flügel. Mhm. A Chicken Wing. Die esse ich nur noch hier. Ich kann mit ihr gehen. Echt? Aber Hände gut waschen? Ist doch gerade neu. Hey, wir sehen wie Freunde aus. Dabei sind wir Familie. Ja, da ist Lippa. Wie sieht denn das aus, was der Hähnchen im Gesicht? Nein, Mami. Ja, das ist die Kamera, also Mama. Das ist die Kamera. Papa, ne? Kamerad. Eik. Deine Kamera. Eik. Meine Kamera? Eik. Deine Kamera. Ihr Rück. Anderthalb Minuten. Eik, Papa. Ja. Papa.
ist perfekt. Super inszeniert. In Szene gesetzt. Ja. Nein, der Regisseur ist eigen. Eigen. Guck da. Ableckung. Guck mal da. Me, myself and I. Papa und ich. So, wir steigen ein. Wir fahren zurück. Was sieht das aus? Achtung! Tschüss, Kadi! Was ist das? Ah, oh, das ist aber einfach hier gewesen. Ja, bye, bye. Tschüss. Tschüss. Hallo! Aber eher so Käffchen-mäßig, ne? Nicht so Bäckerei oder Restaurant-mäßig. Was für ein Ding machst du? Casual? Käffchen-mäßig, ne? Den Laden so halt so. Captain Jack-mäßig. Hier, erzähl den Pläne. Oh,
Okay. Live on camera. Live on stage. Oh. Okay, Leute, ich jo, wir sind gerade in der Böcklerstraße mit Burger King, Tommy Lee, und CMT. Nee, ich mach so Kaffeekuchen raus, weißt du? Ich mach zwei Theken. 48 Minuten Schwachsinn. Da! Um Gottes Willen, was machst du denn? Weihnachten abgebrochen. Da!